Natürlich ist das hier mehr oder weniger eine Doppelfolge, das heißt, ich zocke direkt einfach weiter und mache daraus eine zweite Folge. Also herzlich willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Everspace 2. Dann soll es direkt mal losgehen. Piu. Cruise-Modus aktivieren. So, jetzt sollen wir uns erstmal hier das Trümmerfeld erkunden und so weiter. Wir können uns hier frei bewegen, ist richtig cool. Wir sollen zwar das Trümmerfeld erkunden, aber wir können natürlich auch erstmal den Asteroiden hier unter Augenschein nehmen. Oh, oh. Hopsa. Was ist das hier? Ein Kristallvorkommen. Oh, da haben wir wieder diese... Geben die Erfahrungspunkte? Wird nicht angezeigt, ne? Auf jeden Fall zeigt er mir schön an, wo ich was ernten kann. Sehr schön. GMB wusste nicht, dass du ein Klon bist. Nein, nur 8 weitere Schichten und sie hätten mir ein Ticket nach Eden 12 bezahlt. Eden 12, hä? Was für ein lächerlicher Name. Es gibt dort Seen. Cool, ich liebe Seen. Als ich ein Kind war, ist mein Vater fast jeden Tag mit mir Kajak gefahren. Das war auf Byron 4, kurz bevor der ganze Planet vor die Hunde ging. Das ist ein Kajak. Dein Ernst? Mist, wir haben Besuch. Überlass das mir. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die Geschenktüte zu öffnen und eine deiner neuen Routinen auszuprobieren. Ich schließe so lange die Haustür ab. Für alle Fälle. Zum Beispiel Routine Nummer 1. Vollgas. Schaden. Es gibt zwei grundlegende Arten von Schaden. Kinetischen und Energieschaden. Während deine Schilde ausschließlich von Energieschaden gesenkt werden können, kann deine Panzerung nur durch kinetischen Schaden beschädigt werden. Sobald der Schild unten und die Hülle, die Panzerung und die Panzerung zerstört ist, ich springe zu wieder nach unten hier, werden beide Schadensarten die Hülle beschädigen. Ach so, alles klar. Also Schilde, Kinetik und die Hülle ist dann rot. Normalerweise verursacht eine Waffe beide Arten von Schaden. Aber je nachdem, welcher Wert höher ist, wirst du in verschiedenen Situationen unterschiedliche Waffen einsetzen wollen. Werde ich das? Und die haben hier überhaupt keine Hülle, sondern keine Schilde, keine Panzerung, sondern nur Hülle. Nur Struktur. Mein Gott, was rede ich denn da? Wir sind wieder unter uns. Er muss uns entdeckt haben, als wir den Hangar reaktiviert hatten. Also, das mit dem Kajak. Kajak, das Beste, was es gibt. Sie haben uns Soldaten nie gesagt, wie ihr Klone funktioniert. Aber ich habe gehört, dass sie euch künstliche Erinnerungen implantiert haben, um euch im Kampf zu motivieren. Wenn Kajaks nicht dabei sind, hat eindeutig jemand schlechte Arbeit geleistet. Meine Erinnerungen sind lückenhaft, aber sie sind echt. Sie sind eine willkürliche Mischung aus Erfahrungen meines Klonvaters und jeder Inkarnation vor mir. Sie wurden von Klon zu Klon weitergegeben, bis sie bei mir gelandet sind. Himmel, du hast also eine Art unsterbliche Seele, die den Körper wechselt? Na, jetzt nicht mehr. Der Kreislauf ist durchbrochen. Wenn ich dieses Mal sterbe, bin ich erledigt. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Nein, was? Nicht abkratzen, bevor ich Kaya gefahren bin. Boah, Alter. Ich meine es ernst. Sollte ich jemals die Gelegenheit dazu bekommen, dann werde ich das machen. Wovon der gerade gesprochen hat, hat eben mit dem ersten Teil zu tun. Sorg dafür, dass der Bereich gesichert ist, bevor du zurückkehrst. Ich will nicht, dass jemand von dieser Basis erfährt. Ich
ersten Teil war das ja so, dass wir immer wieder, oder dass man immer wieder gestorben ist. So eine Try-and-Error-Geschichten. Und da ist wahrscheinlich derselbe Pilot hier im Start. Hey, Nockroach hatte recht. Wir haben neue Nachbarn. Oh, Orks, Alter. Kühlaggregat, perfekt. Schon Glück mit den Ressourcen gehabt? Ja. Alles auf der Liste abgehakt. Super, dann bring die Teile her, damit wir den Reaktor in Gang setzen können. Wie sieht's denn mit meinem Lager aus? Kann ich das sehen auf dem Schiff? Der Frachtraum? Es gibt also zusätzlich einen Missionsfrachtraum, weil diese ganzen Sachen, die ich gerade gefunden habe, sind ja alle gar nicht drin. Und auch die Ressourcen nicht. Wo sind die Ressourcen? Aha, die Ressourcen werden extra abgeladen. Das heißt, ich habe echt viel Platz im Lager später. Spirituosen. Alle möglichen Spirituosen, um die einsamen Stunden des Weltraumforschers angenehmer zu gestalten. Und Nanobots. Super. Ah, ich habe Nanobots eingebaut. Reparieren 30% der Hüllenpunkte in 3 Sekunden. Die aktivieren tue ich die mit 5. Was? Und wofür ist dann die 4? Und die 3? Die Tastenbelegung ist nicht ganz so ideal. 5. Das müsste ich vielleicht nochmal ändern. Super. Gel. Unverzichtbare Komponenten eines jeden modernen Fertigungsprozesses. Und Credits. 150, cool. Ich bin sowieso blank. Piu. Piu, 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 piu. Frachtmodul. Kann ich das auch benutzen? Frachtmodul. Optimiert die Lagerungsmöglichkeiten. Doch, kann ich da benutzen. Ist ja interessant. Was macht das? Frachtmodul, Frachtslots. Ja. Cool. Kann ich das auch irgendwo einsetzen? Kann man sich dann während der Fahrt besaufen? Das Besaufungsmodul. Herstellen. Ein Frachtmodul ermöglicht es, die Ausrüstung zu zerlegen. Durch das Zerlegen von Ausrüstung erhältst du Bauteile, die du zum Herstellen oder Modifizieren anderer Gegenstände verwenden kannst. Außerdem bringst du mit dem Zerlegen dieser Freischaltung des jeweiligen Bauplans voran. Was? Außerdem bringst du mit dem Zerlegen die Freischaltung des jeweiligen Bauplans voran. Um einen Gegenstand herzustellen, wähle Herstellen auf einem leeren Frachtslot. Um einen bestimmten Gegenstand zu ändern, wähle Modifizieren. Okay, das müssen wir uns mal kurz angucken. Herstellen oder modifizieren. Kühlaggregat, Supragel. Inventar. Eisen. Ich kann hier noch nichts machen. Ressourcenverfolgung zurücksetzen. Was soll das denn? Ressourcenverfolgung zurücksetzen. Okay, hat nichts gebracht. Alles rausgeschmissen, so alles verloren. Nein! Ich kann folgen. Ach so, dann kann ich sagen, und jetzt suche ich automatisch Komponenten, die... Und dann kann ich das gedrückt halten. Ah, ist klar. Wenn ich was herstellen möchte. So, ich kann auf einen Slot draufklicken. Hat er doch gesagt, oder? Klicke auf den Laderaum irgendwie drauf und dann kannst du was herstellen. So läuft es aber nicht. Modifizieren, herstellen. Der blinkt immer, wenn ich da drauf klicke. Was willst du mir sagen, Kollege? Ich muss ja was auseinandernehmen können. Sortieren, Ansicht erweitern. Stufe Nachfrage anzeigen. Was
So, die Nachfrage von den Dings. Ja gut, das kann man ruhig anlassen. Hier sind nochmal angegeben, was es ist. Sensor, Booster und so weiter. Das sehe ich dann nicht mehr. Da muss ich drüber hergehen, aber ich sehe die Stufen, ja. Keine Ahnung, was jetzt wichtiger ist für einen. Das ist ein bisschen dumm gemacht. Natürlich, die Symbole sollten jetzt... Ich habe so viel Platz hier, ne? Entweder sollte die Level nach unten hin oder die, oder diese Boost oder Sensor, also diese Fähigkeiten, Eigenschaften, Art oder diese Dings, da sollte dementsprechend versetzt werden. Unten links zum Beispiel ist noch Platz anscheinend, wenn hier rechts noch Munitionsart angezeigt wird. Naja, egal. Egal. Daten, da könnten wir das nochmal nachgucken. Hier steht herstellen, du kannst ein Frachtboot ermöglicht, die Ausrüstung zu zerlegen, durch das Zerlegen von Ausrüstung dazu bla. Um einen Gegenstand herzustellen, wähle Herstellen auf einem leeren Frachtslot. Das hier sind Frachtslots, oder nicht? Hallo? Herstellen auf einem leeren Frachtslot. Es geht nicht. Es geht wohl noch nicht. Keine Ahnung, ich bin wohl zu früh dran mit dem Kram. Ja, schön. Automatische Landeanimation. Was ist passiert? Keine Antwort. Keine Zeit für ein Nickerchen, Kumpel. Ich war nur kurz weggetreten. Keine Ahnung, was das war. Weggetreten? Irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Klingt ernst. Nein, nein, es ist nichts Schlimmes. Es sind nur Erinnerungen. Oder ich weiß nicht. Hatte sie schon eine Weile nicht mehr. So ein Klonding, hm? Ich glaube, ich habe mal was darüber gehört. Wenn es wieder passiert, will ich es wissen. Vielleicht müssen wir dich untersuchen lassen. Zuerst sollten wir uns aber auf unsere aktuelle Lage und die Basis konzentrieren. Ich habe ein Crewmitglied erhalten. Dex. Upgrades. Reaktor. Crewmitglied. Crew Upgrades. Jedes Crewmitglied bringt eine eigene Reihe von Verbesserungen mit, die in mehreren Stufen freigeschaltet werden können. Was ist denn dieser Streifen über meiner Mauer? Achso, das ist Absicht wahrscheinlich, ne? So ein Fadenkreuz. Das Freischalten erfolgt durch das Erfüllen der Anforderungen. Super. Manchmal musst du nur ein paar einfache Ressourcen bereitstellen. Manchmal wirst du auch gebeten, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Schön. Beachte, dass alle Ressourcen, die du in deiner Verbesserung, in eine Verbesserung investierst, nicht zurückgenommen werden können. Also überlege immer, wann und wie viel du investieren willst. Super. Reaktor. Investieren. Achso, ich muss gedrückt halten. Kann ich auch mit F gedrückt halten, okay. So. Tada! Es hat funktioniert. Hätte nie gedacht, dass ich diesen Schuppen mal vermisse. Diese Bloodstar-Idioten hatten mich eine Ewigkeit eingesperrt. Was wollten sie von dir? Das, was sie von jedem wollen. Credits und Informationen. Pech für sie, dass ich nicht mit Outlaws teile. Wie auch immer, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben Licht, Klimatisierung und Zugang zu Scans unserer Umgebung. Können die Scans mir bei der Navigation mit Supralicht helfen? Ich kann nicht ewig blind fliegen. Gute Idee. Wir können unsere Navigationssysteme nicht wieder einschalten, sonst ortet die Flotte unsere Ärsche sofort. Aber mit diesen Scans... Hier, sieh mal. Ceto, Outer Rim, Rhodia Orbit und Union Bridge. Weiter können wir nicht scannen? Das reicht fürs Erste. Zumindest für das, was als Nächstes zu tun ist. Du musst zu allen drei Orten fliegen und nach kleinen Geräten Ausschau halten, die wir Beanies nennen. Beanies? Das ist die Abkürzung für Beanbags. Kleine, selbstgebastelte Signalstörer, die den Stützpunkt vom feindlichen Radar abschirmen sollten. Aber das tun sie offensichtlich nicht mehr. Klingt nach einem Job für Ben. Du brauchst einen Ingenieur dafür, nicht mich.
Warum bringen wir ihn nicht zuerst wieder auf die Beine? Keine Zeit. Wir leuchten wie ein Signalfeuer. Wenn wir jetzt nicht herausfinden, was mit den Störern los ist, leben wir nicht lange genug, um Ben zu retten. Kümmere dich um die Beanies und lass uns verschwinden. So haben wir Zeit, eine Lösung für deinen Freund zu finden. Was macht er in der Zwischenzeit? Ein Bierchen zischen? Upgrades nochmal gucken. Also, Reparaturen, Cruiseantrieb oder Traktorstrahl. Alles klar, das kostet mich eine ganze Menge. 2500 Credits, ordentlich. Altmetall, Kühlaggregate, Eisen. Du hast, musst ganz schön viel, ich hoffe, man kann das überall ständig sehen. Nicht nachverfolgen. Achso, ich kann das die ganze Zeit nachverfolgen. Okay. Ich kann investieren. Ich habe aber nichts mehr zum Investieren. Alles klar. Karte, Mission. Fliege überall hin und kümmere dich um die Beanies. Das hat er gerade gesagt. Wie sieht es aus mit meinem Lager? Ich habe noch Alkohol, den kann ich verkaufen, einlagern oder zerstören. Wir können erstmal, wir haben ja so viel Lager frei, wir nehmen den erstmal mit. Vielleicht finden wir eine Gelegenheit, den zu verkaufen. Jetzt kann ich meine Ressourcen mal hier aufstocken. Super, schön, dass ich hier was kaufen kann. Seltsam aber, dass ich überhaupt was kaufen muss, denn das ist ja meine Basis. Wahrscheinlich ist Dex der Typ, der mir hier die Kohle aus der Tasche zieht. Dieser Arsch. So, jetzt sieht es anders aus, oder? Jetzt kann ich hier was herstellen, ne? Modifizieren oder herstellen? Ah, Baupläne. Ich habe keine Baupläne. Ich habe ein Gadget, das ich auseinandernehmen kann. Oder so. Komponenten, die ich herstellen kann. Katalysatoren. Alles klar, es gibt massenhaft Zeug. Ich glaube, diese ganze Herstellungsgeschichte war nämlich nicht dabei beim Demo. Die stand uns nicht zur Verfügung. Das ist ja immens. Okay, hier fehlt der ganze Kram. Heftig. Inventar. Dann gehen wir nochmal auf meinen Hangar. Dann nehmen wir die mal raus. Und dann könnte ich drücken, zerstören. Ist zerstören dasselbe wie auseinandernehmen? Ah, ich habe Schiss. Wir warten noch. Ich brauche die vielleicht noch. Achso, Upgrades. Sorry. Da war doch noch was. Bei Herstellen. Modifizieren. Zum Beispiel den Pulslaser. Inventar. Gegenstand auswählen. Seltenheit erhöhen. Ersatzteile, Schalttechnik, Energiekopplung. Stufe erhöhen. Erhöhe die Stufe des Gegenstands mit den benötigten Ressourcen. Ja, welche denn? Steht hier nicht. Ich kann nur Seltenheit erhöhen, aber nicht die Stufe. Katalysator installieren. Fügt die Eigenschaft Präzision zu deiner Waffe hinzu, wodurch ihre Streuung 50% reduziert wird. Habe ich aber nicht zur Verfügung. Dann könnte ich vielleicht auf Herstellen gehen. Und dann auf Herstellen und dann auf Katalysatoren und dann auf den ersten. Das ist das hier gewesen, genau. Und der kostet mich natürlich auch wieder Kram, den ich nicht habe. Isolationsgehäuse und Kristalldioden. Okay, dann gucken wir mal bei Komponenten. Was war das hier? Kristalldioden, Verkabelungssatz und Isolationsgehäuse. Kristalldioden. Kann ich nicht herstellen, viel Kupfer. Verkabelungssatz. Kann ich nicht herstellen, viel Kupfer. Und Isolationsgehäuse. Kann ich herstellen. Dann machen wir mal. Habe ich wahrscheinlich nicht. Im Lager habe ich sowas nicht rumliegen. Oder in unter den Ressourcen war auch was. Das ist herstellen. Inventar. Verdammt, ey, ich muss erstmal mit dem Scheiß hier klarkommen. Inventar, so. Ich habe noch ein Kühlaggregat anscheinend.
Supragel und einen Verkabelungssatz. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, müsste ich ja eigentlich, wenn ich den herstellen wollte, müsste ja hier stehen, ja, Verkabelungssatz 1 von 2, okay. Kristalldionen und Isolationsgehäuse brauche ich jeweils 3. Verkabelungssatz etc. Alles klar. Die verstehen es. Hiervon könnte ich sogar, ja, die herstellen. Das war das Isolationsgehäuse. Davon will er haben 3. Kristalldioden können wir aber nicht mehr herstellen. Da fehlt uns ja Kupfer, glaube ich, war das, ne? Ja gut, dann werden wir uns erstmal die Sachen besorgen, die ich noch brauche und raus hier. Ja, es ist halt typisch, am Anfang eines Games wie diesen hier oder jedem anderen, guckst du erstmal in die Röhre und versuchst rauszufinden, was du überhaupt alles brauchst oder was du kriegen kannst und so weiter und wie der Kram funktioniert. Hier liegt aber nichts mehr. Alles klar. Dann können wir jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt C gedrückt halten. So, das sind die drei Gebiete, die ich absuchen muss. Outer Rim, Dings da. Und eins davon ist wahrscheinlich mein Hauptgebäude. Annäherungsalarm. Sterbe ich, wenn ich dem Planeten zu nahe komme, oder was? Annäherungsalarm. Und jetzt? Gehst du jetzt drauf, oder was? Was passiert? Oi, komm, jetzt wird heiß. Es wird heiß. Gar nichts passiert. Wird immer langsamer hier. Ich glaube, man kann gar nicht sterben. Ist so gemacht, dass du nicht sterben kannst, ha? Tju. Ach so. Eisen. Ach nee, Kupfer brauchen wir. Schade, egal. Sehen die mich? Ne, sie sind in ihre eigenen Dings am Laufen. Okay, mal eben noch was gucken. Also Ressourcen werden hier grundsätzlich abgeladen. Ich habe also ohne Ende. Ich habe hier vielleicht, ich weiß nicht, wie viel ich einladen kann, aber aktuell sieht es ziemlich aus, als könnte ich hier unendlich einladen. Dann werden wir ein paar Outlaws vom Himmel holen. Hallo. Das könnte unangenehm werden. Also obwohl diese Waffe eigentlich speziell dafür ist, gegen Hülle. Ah ne, gegen Panzerung ist sie besonders. Und gegen Schilde schlecht. Hast du Schiss, Junge? Hülle-Trefferpunkte-Bonus, Waffenschaden-Bonus, alles klar, mit jeder Level gibt's. Du hast eine neue Stufe erreicht. Jede neue Stufe erhöht deine Basiswerte, Hüllenstärke, Feuerkraft, Präzision, Effektivität, Resistenz und Expertise. Die dir Boni, die auf deine Trefferpunkte Schaden, Reparatur und so weiter geben. Eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Werte und ihre Auswirkung findest du auf dem Schiffsbildschirm. Außerdem, und du hast außerdem eine Routine über Upgrade-Token erhalten.
mit dem du eine beliebige Routine verbessern kannst. Sehr schön. Jetzt ist natürlich direkt, jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage, wenn ich meine Routine hier schnappe, so, und ich nehme zum Beispiel den EMP-Generator, so, und grate den jetzt ab mit F. Kann ich neu anordnen? Nicht genügend Routine-Upgrades, um diesen Modus freizuschalten. Habe ich gerade den falschen abgegradet? Ja, ich habe den Power Boost abgegradet, obwohl ich natürlich das hier upgraden wollte. Und jetzt würde ich natürlich gerne das neu anordnen. Ne, was ist jetzt passiert? Ausbauen, zurücksetzen. Speicher, Rekalibrator. Speicher, Rekalibrator brauchst du dafür. Ist das, sehe ich das richtig? 2,5 Sekunden. Ja, ich habe den Powerboost verbessert. Ja, war jetzt natürlich ein Fehler. Der ist nämlich scheiße. Zurücksetzen. Ja gut, dafür müssen wir uns immer Speicherrekalibratoren besorgen, die wir bestimmt auch selber herstellen können. Oder auch nicht. Mist, das ist natürlich kacke. Das ist natürlich schon ärgerlich. Ich habe den Bauplan gefunden. Bessere Nanobots. Das ist natürlich blöd, dass... Doch, da ist er. Da ist er. Der Speicherrekalibrator. Reines Kupfer, reines Titan. Ja gut, super. Unter selten. Das ist natürlich kacke, ne? Unter selten, ey. Das heißt, wir kommen erst sehr später dran. Wenn ihr am Anfang einen Fehler macht, Leute, dann seid ihr erstmal angeschmiert. Also macht am besten gar keine Upgrades am Anfang. Ihr habt gar keine Ahnung, welche von diesen Dingern wirklich geil sind, welche scheiße sind. Ergo ist es totaler Nonsens, seine Punkte da rein zu buttern. Weil es kann gut sein, dass alles, was ihr da rein buttert, dass das alles Mist ist, weil ihr früher oder später ein Ding findet, was einfach viel besser ist. Und am Anfang ist das halt hier mit dem Schwierigkeitsgrad sowieso nicht so schlimm. Deswegen können wir auch gleich mal gucken. Den Schwierigkeitsgrad mal höher machen kann. Schwer. Welchen Vorteil hat das überhaupt, wenn das schwer ist? Das wäre ja gut. Ich würde es ja mehr. Schwer müsste bedeuten, mehr Erfahrung und so weiter. Schneller, mehr Erfahrung. Dann würde es ja Sinn ergeben, so wie bei Diablo. Muss ich wahrscheinlich in den Bauch der Bestie, hä? In den Bauch der Bestie, oder was das ist hier? Energiegenerator. Status, keine Aktivitäten. Ah. Okay. Was auch immer, wofür auch immer ich dich gerade brauche, finde ich bestimmt gleich raus. Schießen kann ich trotzdem. Und da ist auch schon die Lösung. Ne, ich hätte werfen müssen. Werfen ist wahrscheinlich die Lösung. Um aus der Entfernung das zu machen. Ja, genau. Werfen. Ja, super. Loot. Das sah aus wie eine Knarre und das sah aus wie bessere Raketen. Das ist die Präzisions-Prime-Zapper. Okay, was auch immer. Und das hier sind Distanz-Kollisionsraketen. Cool.
So. Jetzt haben wir zwei Raketenarten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wechsle ich die Raketen? Ich mach mal Rechtstaste gedrückt halten. Das war schon mal nicht richtig. Missiles wechseln. Jetzt fehlt da das Tutorial. Wie wechsle ich die Missiles? Nein, ich brauche die Tastenbelegung. Tastenbelegung. Wähle Voreinstellung. Benutzer definiert. Automatisch erkennen. Steuerung anpassen. Maus und Tastatur. Boostverhalten. Bin ich blind? Wo steht's? Joystick, Gamepad, Steuerung anpassen. Ach, hier kommt's. Meine Güte, Alter. So. Primärwaffe, nächste Waffe. Primärwaffe abfeuern. Folgewaffe, Waffenwechsel. Sekundärwaffe feuern. Nächste Sekundärwaffe R oder Pfeil rechts. Alles klar. Der Wechsel dauert. Ah, jetzt ist er installiert. Alles klar. Lenkraketen und Distanzkorrisionsraketen. Die Distanzkorrisionsraketen. Tückische Rakete, die Schilde umgeht und mit der Zeit Panzerung und Hülle zersetzt. Alles klar. Damage over time. Okay, was haben wir hier noch? Achso, das war nur dieser Energiegenerator. Der wird mir immer noch angezeigt. Da ist der Signalstörer. Deswegen sind wir überhaupt hier. Hab einen der Navinis gefunden. Sieht aus, als hätte ein Asteroid die Hälfte der Antenne abgerissen. Vielleicht haben wir Glück und sie sind irgendwo hängen geblieben. Mach mal einen Holoscan, um den Aufprall zu simulieren. Was habe ich wohl gerade getan? Guter Mann. Du willst mir also sagen, dass ich in diese Richtung fliegen muss? Für das Ding? Ist das dein Ernst? Sind, musst du kein Quantenphysiker sein, um sie wieder anzubringen. Das erste Teil passt. Einfach gegenschmeißen. Hindernis erkannt? Ach komm. Wo war das Ding jetzt? So gut wie neu. Der erste Beanie ist wieder online. Sehr gut. Aber um komplett zu verschwinden, brauchen wir noch zwei. Ja, was macht der übliche Spieler in so einer Situation? Der übliche Spieler in so einer Situation, also der typische Skyrim-Spieler zum Beispiel. Was macht er wohl, wenn er hier ist, wenn er schon mal hier ist? Fliegt er erstmal die Mission ab und macht erstmal das alles oder macht er das? Oh, eine Rakete hat mich erwischt. Oh, noch eine Rakete. Raketen sind gefährlich. Meine Schilde sind unten.
bin einer Rakete ausgewichen. Jetzt brauche ich doch mal den Boost. Krasse Sache. Also die Raketen sind ja richtig bitter. Mit 5 können wir uns selbst reparieren, nehme ich mal an. Ja. Bockt die Rakete wieder, wenn ich einmal ausgewichen bin? Ne, die verschwindet ins Nirvana. Nice. Oh, das sind Leute nicht damit zufrieden, dass ich das hier mache. Schiffsfarbe. Okay. Primärfarbe, dunkles Oliv. Na super. Naja, okay, meine Farbe, die ich aktuell habe, sieht auch echt kacke aus, aber ist jetzt nicht das, wo ich Prioritäten drauf setzen würde, dass ich da Farben finde oder habe. Ey, was geht denn da ab? GNB-Jäger? Sind die sauer auf mich, wenn ich... Ah, egal. Aktuell waren die neutral, weil die waren gelb. Gelb, glaube ich, war neutral, ne? Wertvolles Schiffswrack. Temporales Nano-Rekompensator repariert 40% des in den letzten 12 Sekunden an der Panzerung verursachten Schadens. Und ein Speicher-Rekalibrator, super. Das ist gut, dass wir die finden. Mainframe-Komponenten. Du hast deine erste Mainframe-Komponente gefunden. Ein voller Satz davon kann zu einer Mainframe-Erweiterung zusammengesetzt werden. Mainframe-Erweiterungen können verwendet werden, um Attribute wie Feuerkraft, Präzision, Hüllstärke, Effektivität, Resistenz und Expertise zu verbessern. Beachte, dass jede Verbesserung desselben Attributs mehr kostet als die vorherige. Ja, super. Super, super. Da oben sind Credits, die darf ich nicht vergessen. Gibt es hier sonst noch was in dieser schicken Basis? Sieht nicht so aus, ne? Sehr schön. Energie. Sphärengenerator. Achso, da waren wir schon, ne? Okay, das haben wir. Das haben wir abgearbeitet. Hier haben wir ganz viel freien Raum. Der dicke Klotz waren wir, glaube ich, ganz am Anfang. Wir fliegen trotzdem nochmal hin. Nur um sicher zu gehen. Dass hier nichts irgendwie auftaucht.
Der zeigt mir immer noch diesen Energiedings an, der Entfernung. Wenn es so wichtig wäre. Ich glaube, hier ist erstmal sonst nichts. Dann könnten wir mal einheizen mit dem... Das ist ein GNB-Jäger. Hindernis erkannt. Ja gut, alles klar. Dann auf zum nächsten von diesen, diesen Antennen. Aber wir sind schon wieder voll über der Zeit. Ursprünglich war ich im Aethon-System stationiert, in einer Untereinheit der Nachhut. Wir haben ein paar Aufklärungsmissionen erledigt, sonst nicht viel. Wie viele wart ihr? Etwa 12. Einige sind gestorben, einige wurden zu Outlaws. Zwei Kameraden und ich kamen raus, bevor der Krieg richtig hässlich wurde. Hier sind wir gelandet. Fühlt sich an wie der Rand des Universums. Ist er nicht. Aber wenn du die Augen zusammenknallst, kannst du ihn von hier aus sehen. Ja. Toll. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hieraus wieder Cut und dann sehen wir uns in der dritten Folge. In der nächsten Folge von, ich wollte gerade sagen Dings, aber nein. Endless Space 2. Also, haut rein und bis dann.